Fort. Parle un peu plus fort. Ouais, un peu plus fort, hein. Et j'admets tout le monde. Guten Tag, herzlich willkommen bei dieser Pressekonferenz von den Grünen Schweiz. Ich glaube, wir fangen auch gerade an. Ich bin der Florian Irminger, Generalsekretär der Grünen Schweiz. Wir werden heute von drei Rednerinnen hören. Après les trois interventions, nous tournerons vers vos questions. Ihr wisst das auch schon, ihr seid jetzt mit diesen Pressekonferenzen online auch schon geübt. Bitte behält doch das Mikrofon auf stumm, bis ich Ihnen dann das Wort gebe. Seit dem Anfang der Covid-19-Krise sagen die Grünen, dass die Schweiz die Betroffenen schützen und stützen muss und dass wir in die Zukunft investieren sollten. Pour nous, il s'agit donc de protéger et soutenir et investir dans l'avenir. Nous avons en décembre présenté le plan du groupe parlementaire pour faire face à la crise du Covid-19. Nous avons présenté un plan en trois points pour investir dans l'avenir. Nous avons demandé un programme d'impulsion pour renforcer la résilience de l'économie et de la société. Et nous avons, en été 2020, déjà parlé du Green New Deal qui était une nécessité pour sortir de la crise. Auf diese Wirtschaftskrise kann und muss die Schweiz mit einem strategischen Investitionsprogramm antworten. Und deswegen stellen wir heute unseren Impulsprogramm für einen grünen Aufschwung vor. Pourquoi une relance verte et une sortie de crise, pour la sortie de crise est-elle nécessaire? C'est Balthasar Gletli, le président des Verts suisses et conseiller national de Zurich, qui en parlera. Pourquoi investir dans le climat, le domaine des soins et la numérisation? C'est la vice-présidente des Verts suisses, Franziska Riser, par ailleurs conseillère nationale de Saint-Gall, qui l'expliquera. Et la troisième intervention sur le point clé autour de la formation et de la formation continue au centre de notre programme de relance, c'est la conseillère nationale du canton de Vaud, Sophie Michaud-Guijon, qui en parlera. Et donc, sans tarder, je tourne vers Balthasar Gletli et je lui donne la parole. Ja, liebe Medienschaffende, chers participants à ces conférences de presse, auch meinerseits danke für die Teilnahme an unserer PK. Schon am 24. Oktober 2020 habe ich an der Delegiertenversammlung der Grünen Schweiz ein erstes ökologisches und soziales Impulsprogramm mit drei Säulen vorgestellt. Damals war die Reaktion sehr gering. Das Argument der meisten: Wir sind in einer V-Rezession. Also sobald Corona wieder vorbei ist, geht alles weiter wie bisher. Unterdessen ist klar, wir sind nicht in einer simplen V-Rezession. Wir hatten ja die zweite Welle. Wir sind weiterhin im partiellen Shutdown und bereits am Anfang der dritten Welle. Wir haben also auch keine simple W-Rezession mit einer kleinen Erholung über den Sommer, dann wieder runter und dann wieder rauf, sondern die aktuellsten Studienstatistiken, die zeigen, die Arbeitslosigkeit steigt an und das trotz der Überbrückungshilfen, trotz der Ausdehnung der Kurzarbeit. Zwei Beispiele, Sie sehen es, links eine Studie aktuell der ZHAW zeigt bei den von der Studie untersuchten KMU hat im letzten Halbjahr jedes fünfte, also 20% haben Mitarbeiter entlassen wegen Corona. Das heißt also, die Hilfestellung durch die Kurzarbeit hat nicht gewirkt, um Entlassungen zu verhindern. Und bei der Gastronomie rechts ein Ausschnitt aus den aktuellen Medienberichterstattungen. Ende 2020 gab es in der Gastronomie volle 17% weniger Stellen als noch ein Jahr zuvor, in absoluten Zahlen vorher 190.000 Arbeitsplätze, konkret also ein Verlust von 33.000 Arbeitsplätzen allein in der Gastronomie. Und das ist ein Jobeinbruch in einem Ausmaß und in einer Geschwindigkeit, wie er sich in den Statistiken
kein zweites Mal findet. Gleichzeitig, nächste Folie, bleiben die großen Herausforderungen unseres Jahrhunderts auch weiterhin unbeantwortet. Umwelt- und Klimakrise, Digitalisierung, Care-Krise. Wer Covid-19 als Welle sieht, die man mit Maske tragen und Hände waschen und hoffentlich tatsächlich bald auch mit genügend Impfstoff einfach überwinden kann, der und die blenden die nächsten Wellen aus. Rezession, Klimawandel, der Kollaps der biologischen Vielfalt, der Biodiversität, das lösen wir nicht mit Händewaschen. Andere Länder sehen den Pack und sie spielen ihn ins Goal. Sie investieren sich grün aus der Krise heraus mit Investitionen in Ökologie, in Klimaschutz, aber eben auch in Digitalisierung und in die Weiterbildung und Umschulung. Ein Beispiel, Südkorea, 10 Milliarden investiert, über 100.000 klimafreundliche Arbeitsplätze geschaffen und erneuerbare Energien gefördert. Beispiel USA. Und ich sage USA unter Trump, letzter Dezember. Demokraten und Republikaner gemeinsam beschlossen, nicht nur ein riesen Covid-Paket, sondern in diesem Covid-Paket auch einen der größten Siege für den Klimaschutz, wie die Washington Post getitelt hat. Allein 35 Milliarden in erneuerbare Energien und Maßnahmen für mehr Energieeffizienz. Und Biden, das wissen Sie, der setzt nochmals massiv einen drauf. Beispiel jetzt etwas in der Nähe. Warum in die Ferne schweifen? Deutschland, da halten die Grünen in Deutschland, unsere Freundinnen, das 130 Milliarden Konjunkturpaket ihrer eigenen Regierung für, Zitat, deutlich besser als erwartet. Und es beinhaltet eben auch große Investitionen in Zukunftstechnologien, E-Autos, öffentlichen Verkehr, Wasserstoffinfrastruktur. Oder dann zuletzt Österreich. Da prägt grün und nicht türkis die Richtung. Die haben das größte Investitionsprogramm in Klimaschutz und Ökologisierung gestartet, das Österreich je gesehen hat. 2/3 der beschlossenen Konjunkturmaßnahmen 2020, 2/3 gehen direkt oder indirekt in den Klimaschutz. Und wir haben es auch gerade heute Morgen noch gelesen in den Medienberichten, die UNO auch wirft einerseits vor, durchaus, was zu kritisieren wäre auch an der Schweiz, dass viele der Konjunkturprogramme eben keinen ökologischen Aspekt haben, aber zeigt auch, dass es vielerorts Möglichkeiten genutzt werden, eben ökologisch zu investieren für die Zukunft der Wirtschaft und für die Beschäftigung der Menschen. Spanien wird dort genannt, eben auch wieder Deutschland, aber auch Polen für die Elektrifizierung des Transportsektors, Frankreich, Gebäudesanierungsprogramm, aber auch Programme, um die Natur zu stärken, Aufforstungen wie zum Beispiel in Pakistan. Im Gegensatz dazu, und damit komme ich zum traurigen Schluss, im Gegensatz zu die Schweiz, nichts Investitionsprogramm, geschweige denn ein grünes. Wir hinken der Krise immer mit 2 Schritten hintendrein und verpassen die Chance, 2 Fliegen mit einem Franken zu schlagen. Einerseits mit einem Franken Investition die Hand zu reichen, jenen Menschen, welche durch Covid Job verloren haben, eine neue Jobperspektive brauchen, statt in die Sozialhilfe abzugleiten. Und auf der anderen Seite mit der gleichen Investition eben auch die sowieso notwendige ökologisch-soziale Transformation rasch voranzubringen. Und der Bundesrat macht nicht einfach nur nichts, legt die Hände in den Schoß und handelt sich sonst beim Krisenmanagement von Woche zu Woche durch, sondern man hat das Gefühl, zumindest bei einem Teil der Bundesräte, ist das nicht Inkompetenz, sondern bewusste Wahl. Uli Maurer hat es ja selbst gesagt, öffentlich, er bekommt jedes Mal Bauchschmerzen, wenn er einen Franken aus der öffentlichen Kasse für die Bewältigung der Krise ausgibt. Uns Grünen wird schlecht bei dem Gedanken, dass nichts getan wird. Uns Grünen wird schlecht, wenn wir auch morgen noch unter den Folgen der Krise leiden. Uns Grünen macht es Bauchweh,
wenn am Schluss die betroffenen Menschen ohne Arbeit in der Sozialhilfe landen und uns trotzdem kosten, den Staat, statt dass man die doppelte Chance nutzt, ihnen Lohn und Brot und der Umwelt den dringend nötigen ökologischen Wandel zu geben. Packen wir die Chance für Green Recovery, für einen grünen Aufschwung. Und ich freue mich jetzt direkt weiterzugeben an Franziska Rieser und Sophie Michaud-Gigan, die uns die konkreten Vorschläge erläutern werden. Ja, vielen Dank. Geschätzte Medienschaffende, auch von meiner Seite begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser digitalen Pressekonferenz. Wir haben es gehört, andere Länder nutzen die Krise als Chance. Und auch wir wollen Veränderungen, die durch die Corona-Pandemie angestoßen wurden, gestalten. Wenn wir jetzt die richtigen Weichen stellen, können wir die Menschen, die von der Krise betroffen sind, auffangen und ihnen eine neue Perspektive auf dem Arbeitsmarkt geben. Und wir können gleichzeitig die großen Herausforderungen angehen, die sich uns mit der Klimakrise stellen und die Schweiz gut positionieren für die kommenden Jahrzehnte des digitalen Zeitalters. Und dafür braucht es Impulse. Grüne Impulse, die über die nächsten Monate und Jahre ihre Wirkung entfalten. Wir schlagen in unserem Impulsprogramm 14 Maßnahmen vor, die helfen, den Aufschwung nach der Krise zu beschleunigen. Es handelt sich dabei nicht um ein klassisches Konjunkturprogramm zur ziellosen Ankurbelung der Wirtschaft. Das ist in der Schweiz im Moment nicht notwendig. Mit der Kurzarbeitsentschädigung und der Erwerbsersatzlösung für Selbstständige konnte die Kaufkraft über die vergangenen Monate größtenteils erhalten bleiben. Es geht darum, mit gezielten Investitionen dort anzusetzen, wo rasch beschäftigungswirksame Effekte erzielt werden können. Im Bereich des Klimaschutzes zum Beispiel, im Care-Bereich, dessen Systemrelevanz sich in den letzten Monaten noch einmal mit aller Deutlichkeit gezeigt hat, und im Bereich der Digitalisierung. So können tausende neue Arbeitsplätze in zukunftsfähigen Branchen geschaffen werden. Gleichzeitig muss es für die betroffenen Menschen aber auch möglich sein, in einen Beruf in diesem Bereich zu wechseln. Und dafür braucht es eine Aus- und vor allem eine Umschulungsoffensive, damit auch Personen, die vielleicht schon 20 Jahre Berufserfahrung haben, erfolgreich in einem anderen Berufsfeld Fuß fassen können. Die Maßnahmen, die wir vorschlagen, sind im Umfang von ca. 11 Milliarden über den Zeitraum von 4 Jahren gedacht. Sie können aber, je nachdem, wie sich die Wirtschaftskrise in den nächsten Monaten entwickeln wird, ausgebaut oder auch angepasst werden. Wir haben es eingangs gehört, Deutschland, Österreich, Südkorea oder auch die EU, die kombinieren Wirtschaftshilfe mit Klimaschutz. Und das nicht ohne Grund. Um die Klimakrise rechtzeitig aufzuhalten, müssen unsere Anstrengungen rasch intensiviert werden. Die Schweiz muss beispielsweise bis spätestens 2040 klimapositiv werden. Den Weg dazu haben wir Grüne in unserem Klimaplan aufgezeigt. Klimaschutz heißt aber auch, unsere Wirtschaft und unsere Infrastruktur umbauen und grüner ausgestalten. Und das fördert die lokale Wertschöpfung und unterstützt die einheimische Wirtschaft. Zum Beispiel im Bereich der Energie und der Gebäudetechnik. Damit künftig 100% unserer Stromversorgung erneuerbar ist, wie es ja auch der Bund in seinen Energieperspektiven 2050 plus darlegt, muss das Potenzial für Photovoltaik im Bereich von etwa 30 Terawattstunden genutzt werden. Es braucht also einen raschen Ausbau von Photovoltaikanlagen auf privaten Dächern, auf Infrastrukturbauten wie Lärmschutzwänden oder auf Fassaden. Viele dieser Projekte sind heute bereit, sie sind projektiert, aber die Realisierung, die scheitert an zu geringen Fördergeldern. Um die bestehende Warteliste von diesen eigentlich umsetzungsbereiten Projekten schneller abzubauen und auch um Anreize für neue Projekte zu schaffen, sollen die Fördermittel verdoppelt werden, von heute 1,3 auf 2,6 Milliarden. Diese Maßnahme kann über eine Erhöhung des Netzzuschlages finanziert werden. Eine Studie der ZHAW zeigte beispielsweise, dass alleine durch diese höhere Zubaurate von Photovoltaik von etwa 700 Megawatt 14.000 neue Stellen als Fachplanerinnen, Fachplaner und Montagepersonen geschaffen würden. Auch im Bereich der Gebäudetechnik helfen zusätzliche Mittel im Förderprogramm, um die Sanierungsrate auf 3% des Gebäudeparks zu verdoppeln.
So können bestehende Bauten energetisch auf die neuesten Standards angepasst werden. Und auch das schafft zusätzliche Aufträge für den lokalen Bausektor. Als dritte Maßnahme soll eine Serie nationaler Forschungsschwerpunkte im Bereich Klima, Energie und grüner Wirtschaft im Umfang von total 100 Millionen an Schweizer Hochschulen ausgeschrieben werden. Denn Investitionen in die Forschung und in neue klimafreundliche Technologien lohnen sich doppelt. Zum einen leisten sie einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele und sie schaffen gleichzeitig die Wissensbasis für eine innovative und klimaneutrale Wirtschaft des 21. Jahrhunderts. Und mit einer vierten Maßnahme sollen auch Unternehmen, die von der Wirtschaftskrise betroffen sind, dazu animiert werden, Investitionen in klimafreundliche Technologien zu tätigen und emissionsmindernde Arbeits- und Produktionsprozesse zu implementieren. Indem ein neues Bürgschaftsprogramm aufgelegt wird, mit dem die Unternehmen quasi gratis Kredite für Investitionen in klimafreundliche Technologien erhalten. Für die Finanzierung sollen die nicht verwendeten Mittel des Covid-19-Solidarbürgschaftsprogramms verwendet werden. Im Frühjahr wurden dafür ja 40 Milliarden bewilligt. Der Bund ist aber nur Verpflichtungen im Umfang von etwa 15 Milliarden eingegangen. Die restlichen 25 Milliarden sollen als Kreditrahmen für solch ein grünes Bürgschaftsprogramm verwendet werden. Neben dem Klimaschutz soll auch gezielt in den Care-Bereich investiert werden. Wir haben über die letzten 12 Monate eindrücklich erlebt, dass eine Gesellschaft nicht ohne Care-Sektor auskommt. Aber nicht nur in Krisenzeiten braucht es ausreichend Pflegepersonal und Möglichkeiten für familienexterne Kinderbetreuung. Der Care-Bereich muss daher gesellschaftlich besser integriert und zu einem Teil des Service-Public werden. Im Bereich der Pflege besteht heute ein besorgniserregender Fachkräftemangel und in den kommenden 10 Jahren werden zusätzliche 65.000 Pflegende benötigt. Diese Problematik ist nicht neu und mit dem Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative werden gewisse Verbesserungen zu erwarten sein. So wird die Ausbildungsoffensive sicherlich helfen, zusätzliche Fachkräfte zu rekrutieren. Doch die Ausbildungsbemühungen sind nicht nachhaltig, wenn weiterhin fast die Hälfte des Pflegefachpersonals wieder aus dem Beruf aussteigt. Es braucht darum bessere und vor allem attraktivere Arbeitsbedingungen. Mit einem Aktionsplan im Umfang von 500 Millionen sollen die Kantone und vor allem die Institutionen im Pflegebereich unterstützt werden, um die Qualität der Pflege und die Attraktivität des Berufes sicherzustellen und damit die Verweildauer der Pflegefachkräfte im Beruf zu erhöhen. Als zweite Maßnahme schlagen wir eine Anschubfinanzierung für den Aufbau von Tagesschulen vor. Analog zur erfolgreichen Förderung, würde ich sagen, der Kitas durch den Bund. Davon profitieren die Familien, da vielerorts immer noch zu wenig Betreuungsangebote zur Verfügung stehen. Und es profitieren insbesondere die Frauen, indem sie dank besserer Betreuungsmöglichkeiten mehr arbeiten können. Durch den Ausbau von Tagesschulen werden über 12.000 Arbeitsplätze im Bereich der Kinderbetreuung geschaffen. Und der dritte Pfeiler sind Investitionen im Bereich der Digitalisierung. Auch wenn die Digitalisierung selbst eine der Ursachen des Strukturwandels ist, der zum Verlust von Arbeitsplätzen führt, wäre es falsch, uns vor dieser Entwicklung zu verschließen. Die Digitalisierung wird kommen und sie bringt Chancen mit sich. Und diese Chancen müssen wir ergreifen, indem wir die Digitalisierung mitgestalten und die Menschen zu einem Umgang damit befähigen. Ein erster Schritt in eine digitale Zukunft ist die Verbesserung des digitalen Know-hows und der Infrastruktur. Um bessere E-Government-Dienstleistungen anbieten zu können, muss der digitale Austausch zwischen den Bundesbehörden, zwischen den Behörden anderer Staatsebenen, aber vor allem zwischen den Behörden und der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft verbessert werden. Dafür braucht es standardisierte Zugänge und Schnittstellen. So können zum Beispiel Daten, die von Behörden erhoben werden, als Open Data für verschiedenste Anwendungen der Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Dafür soll auch die Entwicklung einer staatlichen EID, die eben den notwendigen Datenschutzanforderungen genügt, rasch vorangetrieben werden. Mit einem Fonds in der Höhe von 50 Millionen sollen zudem Projekte subsidiär unterstützt werden, die Kantone und Gemeinden digital fit machen. Gerade im digitalen Bereich gibt es viele Ideen und Innovationen, die ein großes Potenzial haben, um unsere Gesellschaft ökologischer und sozialer zu machen.
Doch wenn diese Projekte nicht primär auf Profit ausgerichtet sind, sondern zum Gemeinwohl beitragen, scheitern sie oftmals an der Finanzierung. Zum Beispiel genossenschaftlich orientierte Anwendungen, wie eine App, mit der man selbst produzierten Strom kaufen und verkaufen kann. Das ist ein Use Case, der kaum Risikokapital erhält, da damit keine schnellen Einnahmen generiert werden können. Doch gerade diese Projekte gilt es zu fördern, mit einem separat eingerichteten Fonds. Denn sie haben das Potenzial, durch digitale Innovation die Gesellschaft von morgen zu ermöglichen. Damit diese Jobs im Bereich Clean Tech Care und eben auch in neuen Unternehmen, die sich dank der Digitalisierung eröffnen, damit diese auch besetzt werden können, brauchen die Menschen aber bessere Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Und hierfür übergebe ich gerne meiner Kollegin Sophie Michon-Gigon. Mesdames et Messieurs, merci d'être présents aujourd'hui pour la présentation de notre plan de relance vert. Nous l'avons constaté, cette crise amène malgré tout son lot de chômage et accélère les changements structurels, par exemple dans l'aviation au sens large, la gastronomie ou le commerce de détail. Les gens doivent trouver de nouvelles perspectives en changeant d'orientation professionnelle. En même temps, certaines branches connaissent un manque patent de main-d'œuvre qualifiée et pour certains secteurs verts, ce manque ira en augmentant car ils vont connaître une forte croissance. Dans les soins, le manque de ressources humaines est chronique. Dans les branches techniques de l'isolation des bâtiments, c'est également un problème identifié. Or, c'est un secteur stratégique, climatiquement et économiquement. Il faut donc agir. Cet appel est aussi formulé par des patrons dans la construction qui proposent même une forme de financement de la reconversion professionnelle. Les ressources sont là, mais les gens doivent pouvoir se réorienter. L'État doit faciliter ce passage de cap essentiel autant pour l'économie que pour la transition écologique et pour le potentiel humain à valoriser maintenant. Il nous faut une offensive claire dans le domaine de la formation continue et de la réorientation professionnelle. Durant les aides d'urgence Covid, les Verts demandaient davantage d'anticipation. Eh bien, dans la protection du climat ou la digitalisation, la Suisse doit faire preuve de davantage d'anticipation également. En développant des programmes adaptés, en flexibilisant les formations et en permettant aux gens de les suivre tout en ayant de quoi subvenir à leurs besoins dans l'intervalle. On loue notre système de formation en Suisse et la formation duale, fort bien, mais il y a encore un sacré pas à faire dans le domaine de l'adéquation entre les besoins du marché du travail actuel et à venir et les ressources en main-d'œuvre qualifiée. Ainsi, on doit être plus flexible, plus créatif et investir pour faciliter la reconversion professionnelle, pour permettre aux travailleurs qualifiés de se recycler dans des secteurs en demande. Dans les formations continues, on cherche à gravir les échelons, mais peu de passerelles sont créées avec d'autres métiers. Il y a ici clairement une chance à saisir. Renforcer la perméabilité et l'adéquation avec une économie qui a des besoins manifestes dans certains secteurs. Nos mesures visent donc à compléter l'offre existante proposée par les entreprises ainsi que les associations professionnelles et la formation continue. Nos mesures s'inspirent en partie des mesures de stabilisation développées en 2009 et peuvent être appliquées en fonction des besoins. Pour les 4 prochaines années, elles doivent permettre une entrée dans la vie active des jeunes en fin d'études et d'apprentissage. C'était un défi avant le Covid, c'en est encore un plus important aujourd'hui. Les Verts mettent donc un accent dessus et évaluent les coûts à environ 60 millions. Il est également essentiel d'apporter une deuxième chance, de nouvelles perspectives pour les chômeurs adultes. Les bourses de formation pour des formations continues ainsi que des reconversions représentent un instrument pour concrétiser ce changement, même s'ils sont encore trop peu utilisés par les ORP. Dans les pratiques des ORP aujourd'hui, peu d'argent est mis dans ce domaine. Beaucoup dans le développement personnel et cours de langue, mais très peu offrent spontanément de changer de travail ou de se réorienter. En France, il existe un fonds auquel on cotise durant sa vie active afin de permettre aux gens de vivre pendant qu'ils opèrent une reconversion professionnelle. Chez nous, nous n'avons pas ce système dans nos assurances sociales financées par la ponction sur les salaires. Nous n'avons rien de tel en Suisse. Les Verts proposent donc un changement de pratique dans les ORP ainsi qu'un renflouement temporaire du fonds de compensation de l'assurance chômage à hauteur de 200 millions de francs environ. En particulier dans le domaine de la construction, de l'isolation et de la production d'énergie, la demande est forte. Les branches concernées, avec l'appui de l'État, devront développer de nouveaux programmes de formation et de reconversion.
C'est d'ailleurs dans ce domaine qu'un patron proposait une répartition un tiers, un tiers, un tiers pour le financement de ces nouvelles formations. Il y a donc des solutions qui sont esquissées. Un programme de chèque formation pour un montant de 300 millions permettra par ailleurs aux adultes en pleine vie active de changer d'orientation, même s'ils n'ont pas le bas de laine qui leur permet de subvenir à leurs besoins durant cette période de formation continue et de reconversion. Voilà, à l'Assemblée des délégués d'août, les Verts ont lancé leur Green New Deal dans l'idée que germent des idées de résolution de la crise Covid et de la crise climatique. Comme durant la gestion des conséquences de la pandémie, les Verts demandent davantage d'anticipation. Les montants d'aide financière que nous suggérions au printemps et en automne 2020 sont finalement ceux que le Parlement a validés en mars 2021. Bref, nous arrivons au terme du traitement des aides d'urgence et sommes donc prêts pour le combat suivant, une relance verte, une relance dans des métiers d'avenir. Les Verts invitent donc aujourd'hui la Confédération à saisir l'occasion de cibler ses investissements à venir. Nous ne pouvons rater le coche. C'est pour cette raison que nous nous engageons avec conviction dans ce travail de construction. Nous avons estimé à environ 11 milliards de coûts que la Confédération devra débloquer pour mettre en œuvre notre plan, mais ce qui compte surtout, c'est quand nous le faisons et les mesures elles-mêmes. Vous connaissez notre plan climat, il a lui beaucoup de mesures, il a un horizon temporel aussi plus étendu. Ici, dans notre plan de relance verte, nous avons ciblé vraiment des mesures qui puissent avoir un effet de relance rapide. Nous espérons que le plus de parties possibles nous rejoindront dans cet effort afin que nous puissions agir rapidement. Ne pas économiser durant la crise Covid ni durant la crise climatique, mais prendre le bon aiguillage. Car le plus cher serait de ne pas investir. Les crises passées l'ont montré, d'autres pays ont retenu cette leçon. On doit investir pour accélérer une relance qui soit verte et qui donne aux gens des perspectives. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci Sophie, merci Francisca et merci Balthazar. Je prendrai maintenant des questions. Je propose d'en prendre trois. Pour poser vos questions, le plus simple, c'est qu'en bas de votre écran, sous réaction, vous pouvez lever la petite main jaune virtuelle et dès qu'elle se lèvera, je donnerai la parole aux personnes qui souhaitent poser des questions. Je n'en vois pas pour l'instant. Ah, une, mais c'est rigolo sur mon écran. Bernard Wüthrich du Temps, je vous passe la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Très bien, oui. Voilà, oui, bonjour. Je voulais revenir sur les 11 milliards que vous évoquez. On va sortir de la crise Covid avec un endettement quand même assez considérable. Et puis, en parallèle, on va voter au mois de juin sur la taxe sur le CO2, dont on connaît votre position à ce sujet. Vous êtes favorable des mesures supplémentaires qui viendront après. Est-ce que vous pouvez envisager ou proposer qu'une partie de ces 11 milliards soit financée par de nouveaux prélèvements auprès des usagers de la voiture, par exemple, ou par d'autres contributions qui ne viendraient pas directement de la caisse de l'État, de la caisse de la Confédération ? C'était Sophie. On a discuté du financement, de la question du financement en préparant ce plan. C'est clair qu'actuellement, avec les taux négatifs qui nous sont favorables, la question de la dette n'est pas un problème en soi. On a également, les Verts, déposé une proposition de contribution solidaire sur les dividendes qui devrait représenter à peu près 2 ou 3 milliards. C'était une proposition de Regularit. Et puis, on a évidemment, alors comme là, d'autres partis et d'autres think tanks également via Daniel Brella notamment proposer le versement spécifique des réserves de la Banque nationale suisse. Donc ce plan pourrait tout à fait être soutenu par la Confédération en l'état. C'est en tout cas les discussions qu'on a menées jusqu'à maintenant. Maintenant on est ouvert à d'autres suggestions parce qu'évidemment il faudra le construire avec d'autres cette relance verte. Est-ce que, Monsieur Wüthrich, vous avez une relance où la petite main jaune est restée levée ? Oui, alors la petite main jaune va descendre très vite, mais non, mais je voulais juste, parce que je posais la question de la taxation de la mobilité, c'est un sujet qui vous est assez cher, est-ce que ça pourrait être un moyen, vous pourriez revenir avec une proposition de taxation plus forte de la mobilité individuelle et notamment des combustibles fossiles ? Je baisse la main. Est-ce que quelqu'un qui connaît très, très bien le plan climat veut prendre la parole ?
Balthasar, dein Mikro. Balthasar, le microphone. Pardon. C'était pas notre intention maintenant de lier en fait ce plan de relance avec une proposition d'augmenter la taxation de l'essence, mais plutôt de dire que c'est un investissement qui doit se faire et qui peut se faire par les caisses fédérales d'un part et par cette proposition de, oui, comme Sophie Michaud-Gigon l'a dit, cette proposition de, d'avoir une un ajout en fait sur les dividendes, taxer plus les dividendes, parce que les dividendes, c'est en fait ceux qui ont gagné de la crise. Il n'y a pas seulement les perdants de la crise, mais il y a aussi ceux qui ont gagné de la crise. C'est-à-dire que ceux qui ont vraiment profité de la crise, ils peuvent aussi contribuer un peu plus durant une période spécifique, ce qui pourrait contribuer 2 à 3 milliards francs suisses. Alors déjà, une bonne partie de ces dépenses. Mais par contre, il faut dire que tout ce qui est l'investissement dans le soin, dans les soins, tout ce qui est l'investissement dans le changement climatique, c'est des investissements qu'on doit faire de toute façon. Notre proposition est de les avancer maintenant où ils peuvent aussi avoir un effet positif sur l'emploi, parce que c'est nécessaire maintenant de faire ça. Et aussi la transformation qui doit se faire dans le monde du travail, comme l'a décrite Sophie, de l'avancer, de ne pas laisser les champs en fait souffrir pendant trop longtemps quand on sait que l'on doit faire une réorientation dans le monde du travail. Alors, les soutenir maintenant et pas après, parce que ça nous coûte aussi en fait la main publique si l'on laisse les champs à la détresse, soit à l'assurance chômage, soit à l'assistance sociale. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hat es sonst noch Fragen? Vielleicht soll ich das auch auf Deutsch fragen. Ich sehe keine. Doch, Oliver Washington, Sie haben. Oliver Washington? Ich gebe Ihnen das Wort. Oliver Washington will sprechen, ja. Das Mikrofon scheint an zu sein. Wir hören aber alle nichts, also ich nicht jedenfalls. Und wir sehen ihn auch nicht, aber hören tun wir nicht. Er fragt dann schriftlich. Während Oliver Washington schreibt, gibt es vielleicht noch eine mündliche Frage, die Balthasar wahrscheinlich und dann Franziska. Ja, ich kann mal beginnen. Ich habe das eigentlich versucht auszudrücken, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen oder eben den Franken doppelt quasi zum Nutzen zu bringen, nicht primär für die Wirtschaft, natürlich auch für die Wirtschaft, aber primär für die betroffenen Menschen. Also es geht darum, dass wir die Wirtschaft neu ausrichten, dort Jobs schaffen, wo es Jobs für Zukunft sind. Und das aber in einem Sinne, dass es nachhaltig ist. Und das ist ja das Ziel der Grünen. Es geht also nicht um das Ziel der Grünen. Die Nachhaltigkeit sollte ein Ziel der Schweiz sein, ist es eigentlich auch gemäß unserer Verfassung. Und in dem Sinne lautet die Antwort beides. Wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, Balthasar hat es sehr gut ausgeführt. Und es ist auch Ziel der Grünen, dass die Wirtschaft wieder zum Laufen kommt, dass die Erholung sehr bald vonstatten geht. Also eine Hilfe für die Wirtschaft, ich glaube, das haben wir über die letzten 12 Monate gezeigt, ist eines der ganz großen Ziele, für die wir uns stark eingesetzt haben. Über die letzten Monate vor allem darin, dass wir die Sofortmaßnahmen unterstützt haben, gefordert haben, verbessert haben. Und jetzt müssen wir einen Schritt weiter denken. Jetzt geht es darum, wie die Wirtschaft dann in der nächsten Phase, wenn wir dann hoffentlich alle geimpft sind und die Gesundheitskrise zu Ende ist, wie wir die Wirtschaft möglichst rasch aus der Wirtschaftskrise herausholen können. Und wir sind überzeugt, dass dies mit einer grüneren Wirtschaft sehr viel schneller, sehr viel nachhaltiger geht für die Wirtschaftsakteurinnen und eben vor allem auch für die Menschen,
die jetzt während Corona ihren Job verloren haben und in diesen zukunftsträchtigen und zukunftsfähigen Branchen wieder eine Zukunft finden. Danke. Gibt es sonst noch Fragen? Es gibt d'autres questions? C'est un peu comme à la radio, il faut essayer de meubler les silences, ce n'est pas facile. Martin Stoller, aussi par écrit, auf welchen Weg wollt ihr diese Ziele erreichen? Vielleicht gehe ich dann zu Franziska und Sophie, um unsere Ziele zu erklären. Ja, sehr gerne. Also wir haben ja jetzt die verschiedenen Maßnahmen ein bisschen ausgeführt in diesen Bereichen, im Klimaschutz, im Care-Bereich und im Bereich der Digitalisierung. Und je nach Maßnahme gibt es verschiedene Instrumente, die bereits auf der Hand liegen. Zum Beispiel ein Bürgschaftsprogramm, das die Unternehmen unterstützen soll, jetzt Investitionen zu tätigen. Dafür ist die Grundlage gelegt. Wir haben im Solidarbürgschaftsgesetz einen Passus eingefügt, dass der Bundesrat die Möglichkeit hat, ein solches Programm eigentlich morgen schon wieder auf die Beine zu stellen. Der Finanzrahmen ist gesprochen im Frühjahr noch für das Covid-Solidarbürgschaftsprogramm und kann jetzt eins zu eins eigentlich verwendet werden für ein neues Programm. Also diese Maßnahme zum Beispiel, da braucht es den Willen der Regierung und der Mehrheit der Parteien, um das jetzt zum Laufen zu bringen. Andere Maßnahmen haben wir bereits politisch auf den Weg geschickt. Zum Beispiel im Bereich der Care-Arbeit gibt es zur Pflegeinitiative den Gegenvorschlag, wo wir uns stark dafür eingesetzt haben, dass eben nicht nur das Ausbildungsprogramm in den Gegenvorschlag kommt, sondern auch zusätzliche Maßnahmen, die notwendig sind, dass die Pflegefachpersonen eben im Beruf bleiben. Das ist leider nicht der Fall. Deshalb ist es hier wichtig, dass wir nachdoppeln können, dass wir auch die Arbeitsbedingungen verbessern können. Oder im Bereich der Tagesschulen eine parlamentarische Initiative von unserer Kollegin Florence Brenzikow von Nationalrätin der Grünen aus Basel-Land, die einen Vorstoß gemacht hat, um in diese Richtung zu gehen. Also das heißt, die Instrumente, die sind auf dem Tisch, die sind in der politischen Diskussion. Die Maßnahmen im Klimabereich, wir haben diese im Klimaplan ja bereits teilweise vorgestellt. Auch da sind die Möglichkeiten auf der Hand. Wir haben mit dem CO2-Gesetz die Möglichkeit, zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für die Sanierungsrate der Gebäude zu erwirtschaften. Wir haben im Bereich des Ausbaus der Photovoltaik die Möglichkeit, über den Netzzuschlag relativ schnell mit bestehenden Instrumenten die finanziellen Ressourcen aufzubringen, um diese Ausbaurate zu erhöhen. Also das heißt, die Instrumente sind vorhanden. Es braucht jetzt einfach den Willen, in diese Richtung zu gehen. Und dann können wir diese Ziele innerhalb der nächsten Jahre erreichen. Est-ce que Sophie, tu veux? Ich finde, Franziska hat das sehr gut erläutert. Und diese Umschulung und Ausbildungsoffensive ist wirklich auch ein Kernweg sozusagen. Und da haben wir auch eben, ich habe es auch erläutert, haben wir auch durch la Caisse de Compensation du Chômage und durch die verschiedenen Praxis dans les ORP, ich weiß nicht, wie man ORP auf Deutsch sagt, haben wir eben das auch skizziert. Also das ist wirklich nicht weit weg von uns. Das ist das Wichtige. Das ist wirklich nah von uns und das können wir wirklich ergreifen. Danke, Sophie. Vielleicht hat es sonst noch Fragen. Jetzt nehmen wir die Fragen auch gern schriftlich an. Haben wir eigentlich entdeckt oder sonst halt die kleine gelbe Hand. Wenn es dann sonst keine Fragen gibt, ich möchte da nicht zu schnell gehen sein, wenn jemand am Tippen ist. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Dans ce cas, ce que on va faire, c'est un
mot de la fin de Balthazar Gletli. Et ensuite, simplement pour rappel, vous avez reçu le plan de relance dans son entier par email et il est aussi disponible dès à présent sur notre site internet. Donc, les mesures qui vous ont été présentées aujourd'hui sont détaillées dans le plan et vous verrez que on essaie aussi de détailler les, comme on a fait pour le plan climat, les pas qu'on fait l'un après l'autre pour la mise en œuvre du plan de relance. Et je passe donc la parole pour le mot de la fin à Balthazar Gletli. Herzlichen Dank. Ich mache es kurz. Sie dürfen ja dann auch jetzt über diesen Plan noch schreiben oder eine Sendung produzieren. In dem Sinne, wir stehen gerne auch noch individuell. Sie kennen unsere Koordinaten für Interviews oder für Rückfragen zur Verfügung, auch wenn jetzt plötzlich im Laufe der nächsten halben Stunde oder Stunde etwas noch unklar sein muss. Wir können Ihnen dann sicher gerne weiterhelfen. Für mich geht es darum, dass wir ganz klar festhalten, das wäre mein Schlusswort, wir haben zu stark jetzt in den letzten Monaten gesehen, wohin es führt, wenn man immer nur vom Tag in den Tag lebt. Und du hast es erwähnt, Franziska, wir haben schon vor Monaten gesagt, es braucht auch für den Teil Stützen, also durch die Krise durchtragen, braucht es viel massivere Gelder. Dieses ganze Härtefallprogramm wurde nun zigmal aufgestockt, jedes Mal immer eigentlich zu spät und jedes Mal, und die meisten Fälle, zu kompliziert. Und wir dürfen jetzt, wenn es darum geht, den Weg aus der Krise heraus zu beschreiten, nicht den Fehler machen, hier wieder erst hinterher zu hinken der Aktualität und den Problemen. Und deshalb, vielleicht zu einem etwas komischen Zeitpunkt, jetzt, wo wir eigentlich, ja, so muss man befürchten, noch in eine dritte Welle hineinsteuern, möchten wir schon den Blick trotzdem vorausrichten. Das heißt nicht, dass wir nicht die Ernsthaftigkeit der Krise, der Gesundheitskrise, wie sie jetzt ist, sehr stark sehen und auch dem Bundesrat den Rücken stärken, wenn er dort nicht in einen Öffnungsfuror hineinkommt, sondern die Gesundheit, den Gesundheitsschutz auch ernst nimmt. Aber wir denken, es braucht auch eine Perspektive. Und die Perspektive gesundheitspolitisch, das ist die Impfung. Die Perspektive wirtschaftspolitisch, das ist unser Green Recovery Programm. Und ich glaube, dieses Programm braucht es auch nicht zuletzt auch aus psychischen Gründen, damit die Menschen wissen, wenn Corona als Krankheit dann vorbei ist, dann kümmern wir uns weiterhin darum, dass sie einen Job mit Zukunft haben. Das ist das Ziel von Green Recovery. Danke für Ihr Interesse und wir sind gespannt auf Ihre Berichterstattung. Danke vielmals, merci à toutes et à tous et une bonne journée. Et comme on a dit, les intervenantes et intervenants restent évidemment.